Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. Yeah! Wir haben sehr viel Geld gemacht in der vorigen Folge. Das ist super, das werden wir heute alles am Schädel hauen. So, zuerst mal hier die Tür öffnen. Bam, genau auf die Nase. So, das weg. Dann würde ich sagen, Kühe mal melken. Kann nicht schaden. So, und dann wird ausgebaut. Dann wird ausgebaut. Dann wird ausgebaut. So, eins, zwei, da ist eine. So, und du wirst gleich gemolken. So. Super finde ich das. Super, super. Ja, ja, alles gut. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ja, du bist jetzt auch dran. Wir installieren den Kübel. Und auf geht's mit dem fröhlichen Melken. Besser als Schweineschlachten. So. Ja, alles gut. Und nicht durch die Wand glitschen, so Kübel mitnehmen. Alles da rein. Jetzt nehmen wir noch dich. Oh, wie schön. So, auf geht's. Und hier, hier. Bam, bam, tadam, tadam, tadam. Ja, 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 ja. So, Kübel mit. Und wegleeren. Super. Hier stehen lassen. So, also, wir haben einiges an Geld gemacht. Wir werden uns jetzt... drücke E zu bauen. Ja, genau. Das wollen wir haben. Wahnsinn, oder? So, schauen wir mal, wie viel Holz wir da haben, weil heute ist Bautag. Das haben wir alles verbraucht hier schon. Och. So. Super. Aha. Nächster kommt schon rein. So, dann laufen wir mal rauf. Also, wir können natürlich... Oh ja, das habe ich vergessen. Die vorigen paar Folgen zu sagen, man kann ja, weil man die Baumstämme ambitioniert ist, laufen. Weil man die Baumstämme. So, und hier. Wenn man die Baumstämme ja hinlegen kann, kann man sozusagen Freilaufgehege für die Hühner machen. So, indem man die Baumstämme so wie zum Beispiel so auflegt. Ja? Und dann können die Hühner nicht durch und dann kann man das verwenden. Aber ja. So, die Frage, will ich das? Und da muss ich sagen, nö, eigentlich nicht. So. So, dann wieder rauf. Heute wird die Scheune weitergebaut. Schön. Ja, wir könnten die Hühner natürlich damit dann schön einzäunen, dass die nicht überall rumlaufen. Aber ich mag das ganz gern, dass die... Geht's noch weiter auf? Nö. So. Ich mag das ganz gern, dass die Hühner frei herumlaufen. Muss ich zugeben, das mag ich. Mir gefällt das. So. So, super. So, jetzt warten wir kurz, werfen den nächsten dran. Sehr schön. Na, manchmal. Ein Klick zu viel und schon ist alles daneben. Super. So, Scheune wird heute fertig. So. So, wir haben da 1, 2, 3 und laufen wieder. Ah, schön, jetzt haben wir endlich genug Geld, dass wir uns diese Ausbauten auch alle leisten können. Das ist super. So. Da bin ich schon gespannt, weil dann haben wir die Scheune komplett fertig. So. Haben wir noch 1, 2, 3.
haben unseren ganzen Holzvorrat beendet. Verbraucht beendet. Naja. So, das jetzt mal hier. Und dann haben wir da oben noch. So, super. So, das legen wir wieder da. Oh, ich wollte es neben die Tür. Die Tür ist jetzt woanders. Gut. Wow. Wesentlich größer. Also ich nehme an, mehr Boxen kriegen wir jetzt. Schauen wir mal. Ja. So. Da haben wir hier eine Scheunenbox. Halte E gedrückt, um zu bauen. Wunderbar. Hier. Eine Scheunenbox. Halte E gedrückt, um zu bauen. Es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Da machen wir auch gleich auf. Vier Boxen. Schweine, Kühe. Jetzt hat alles endlich Platz. Eine tolle, tolle, tolle Scheune. Yeah. Super. Finde ich gut. Könnte man gleich mehr. So, und wenn wir jetzt auf das hier gehen. Super. Scheune maxed. Maxed out. So. Wir haben drei Kühe, aber vier Boxen. Ja, könnte man gleich eine Kuh noch kaufen. So, das haben wir fertig. Dann schauen wir uns den hier an. Da-da-da, da-da-da. Da vorne ist er. Okay. Genau, das ist dieser hohe Turm dann. Turm. So, ja genau, den wollen wir auch haben. Halte gedrückt. So, Reichweite für ein Radio. Jetzt über die ganze Map. Super. So, dann würde ich sagen, er ist eh offen. Gott sei Dank. So. Was können wir noch bauen? Wir können noch einmal den Luxus-Hühnerstall bauen. Ist halt die Frage, bringt uns das jetzt weiter? Ich hätte lieber gerne drei Kühe. Da ist auch die Frage, bringt uns das weiter? So. Und ja, ich zeige noch mal kurz, was ich hier meine. Mit, wie der Baum so aus dem Boden ruppt. Bäm. So, man könnte zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte gerne die Hühner hier haben. So. Ach so, da kommt ja noch ein Hühnerstall her. So. Wir legen es nur mal auf. Nur mal so, testhalber. So. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. So. Und jetzt rüberziehen. Rüberziehen. So, da können wir auch einmal so. Geht's noch so? Nö. So geht's aber. So, wunderbar. Und vorne dann schließen. Also so könnte man die Hühner ja einzäunen. Wäre auch gut. Frage, warum? So. Machen wir gleich mal. Baum fällt. Durch weiter durch. Immerhin ist er aber weggesprungen. Oh. Immerhin ist er aber weggesprungen. So. Da kann man das dann auch machen. Hier könnte man sogar noch da so rüberziehen. Na, da will er nicht. Wahrscheinlich liegt am Boden irgendwo noch Hühnerfäkalien. So. Ach, jetzt wird das Wetter wieder mies. So. Also, nur um es anzuzeichnen mal, wir werden das natürlich nicht, also dann kann man später hier drauf, so, dann hätten wir hier eine Abgrenzung, dass die Hühner nicht durch, wir können sie nicht fertigstellen mit den Bäumen. Und ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht machen, weil ich mag diese freilaufende Hühnersache. Ich mag das. Und am liebsten würde ich auch die Kühe in einem größeren Gehege unterbringen. So. So. Aber schadet ja nicht. Kann man machen. Damit kann man natürlich auch Treppen und was auch immer bauen. Also leicht versetzt und so weiter. So wie ich unten aufgelegt habe, in der bei der Werkbank, bei der Sägebank, kann man das natürlich als Treppe bauen oder was auch immer. Ansonsten fehlt ja im Moment Baumaterial. Bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt zum Thema Bauen. Wegen den Baumaschinen, aber so, im Moment ist das eben die Möglichkeit.
wenn man den bauen möchte. Wobei, ich frage mich halt, warum? Warum wollen wir das bauen? Man könnte natürlich auch mit dem Brettern bauen, ist aber mühsamer, weil die natürlich kleiner sind. So, jetzt stellen wir das noch da drauf. So, super. Und theoretisch könnte man die da so einzäunen und dann können die da nicht mehr raus. Aber wie gesagt, ist nicht meins. Würde ich so nicht machen, weil ich mag so frei rumlaufende Hühner. Ist meins. Eher. So. Da könnte man zum Beispiel zumachen. So, hier. Dann würden die Hühner hier auch nicht rumlaufen und so weiter. Also, ihr seht, man kann Sachen machen, muss man aber nicht. So. Die Baumstämme hier will ich jetzt noch vortragen. Da ist jetzt keiner mehr. Gut, die zwei bringen wir noch vor. Ah, und wir haben alles gebaut. Endgame. So. Einer kommt noch drauf und dann ist gut. So, also eigene Hühnergehege kann man machen. Da kann man dann da rein auch, was weiß ich, Futter ausschütten. Keine Ahnung, was, weil, ja. Gehege, einzelne Gehege. Man kann Hühner dann sortieren, wenn es ihm Spaß macht, dass man so ein kleines Minigatter macht für schwarze Hühner, für weiße Hühner, für braune Hühner. Ja, was weiß ich. Was weiß ich. Kann dazu nichts oder nur wenig beitragen. Es ist, ja. So, meine Lieben, ich würde mal sagen, das war heute eine etwas kürzere Folge, aber wir haben das Endgame geschafft. Wir haben alles gebaut, was möglich ist. Bis auf ihn hier. Oh mein Gott. Wir können noch nicht beenden. Oh mein Gott. Dann, dann, dann. Ja, super. Na dann. Okay, offenbar Ziel des Spielers, viel mehr Kühe zu haben. Das wurde vorher noch nicht so angezeigt. Upsi. So, nehmen wir gleich mit. So, den auch gleich. Und bam. Dankeschön. Oh, super. Ja, dann geht's ja noch einmal weiter. Oh, was für eine Riesenscheune. So, weil ich muss schon sagen, einigermaßen traurig, wenn es zu Ende ist. Ja, der Content ist jetzt nicht der Burner, schon klar. Aber es ist total entspannt. Sehr entspannt, relax das Ganze hier. So. Finde ich schon super. Super. Oh, jetzt wird die Scheune noch größer. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eher damit gerechnet, es wird alles angezeigt, was noch geht. Und das habe ich so nicht gesehen. Das habe ich so nicht gesehen. So, da neben der Tür lag noch ein Brettchen. Das bringen wir auch gleich an. Und hier. So, dann würde ich sagen, wir bauen das noch fertig, oder? Oder wollen wir noch Kühe in jedes Ding reintun? Kann man natürlich auch machen, dass man jetzt sagt, ja, das ist die Kapazität. Und deswegen kommen da noch Kühe rein. Na gut, meine Lieben, na gut. Dann machen wir das. Außerdem haben wir ja gesagt, wir wollen alles bauen, was geht. Ja, super. So, dann mal wieder rauf. So. So, wollt ihr schon wieder gemolken werden, meine Lieben? So, und wieder rauf. Jetzt haben wir tatsächlich unseren ganzen Holzvorrat gleich verbraucht. Aber es, dazu war er ja auch da. So, dann haben wir ihn. Und ihn. Da bin ich aber überrascht jetzt. Super. Ja, wenig freue ich mich. Yeah. So, die beiden haben wir noch. Oh, die Sonne kommt doch nochmal raus. Ist schön. So, bam. Super. Dann nehmen natürlich immer wieder das Holz ab. Super. Wow, wow, ist aber ein Riesending schon geworden. Da das Fenster schauen. Wow, wow,
Wow. So, dachte ich. Also. Bam. Bam. So, alle natürlich aufmachen. Wahnsinn, oder? Scheine. Jetzt ist die Scheune gemaxt. Bam. So, wir schauen aber nochmal. Nicht, dass wir uns da jetzt getäuscht haben. Nö. Jetzt ist aber endgültig. Was für eine riesige Scheune, oder? Heftig. So. Wir hoffen, dass wir jetzt kein Hühnchen überfahren. Da ist ja auch eins. Süß. Ich mag das, wenn sie frei herumlaufen. Ich würde sie nicht einsperren wollen, aber ist natürlich eine Möglichkeit, dass man bestimmte, zum Beispiel züchten könnte man dann schön. Also Hahn bei denen rein, dann abwechselnd nur zu den braunen, nur zu den schwarzen, nur zu den weißen oder wie auch immer. Ja, kann man sicher schön spielen damit. Schön entspannend. Finde ich gut. Oh, wie cool. Eine Riesenscheune, eine Riesenscheune. So, jetzt holen wir uns noch. Und ihr habt's geahnt, natürlich Kuh. Die natürliche Kuh. So. So, Tür auf. Super. So, wir gehen mal zur absoluten Sympathieträgerin hier. Hey. Und war schön, das ganze Fleisch hier wegmachen, ja? So. Kuh. Ja, dann hier. In den Warenkorb die Kuh. In den Warenkorb die Kuh. In den Warenkorb die Kuh. Und ein Schweinchen noch dazu. Nein, das machen wir nicht. Super. Oh, und das wird dann super, wenn es hier noch andere gibt. Und Schafe. Schafe. Haben wir gerade darüber gesprochen? Oh, wie cool. So. Wo sind die Kühe? Die sind im Warenkorb. So, Warenkorb, bam, zur Kasse. Danke für deinen Einkauf. Super. So, dann haben wir da mal die erste. Komm, du wirst verwaltet. So. Drücke E für den Tiertransport. So. Drücke E für den Tiertransport. So. Nochmal verwalten, du weißt genau, wo du hin sollst, gell? Ja. So, wir könnten noch eine vierte kaufen, machen wir das gleich. Wobei, ich möchte auch gerne noch, haben wir noch Platz für eine vierte und einen? Nö, haben wir nicht. Eine Milchkanne? Ah, kaufen wir noch eine vierte Kuh. Da kaufen wir eine vierte Kuh dazu. Oder noch eine Milchkanne. So, Kuh, Warenkorb, zur Kasse. Danke für deinen Super. Oh, wie cool. Wir haben jetzt 7 Kühe. So. Sehr, 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 sehr nice. So, jetzt schauen wir, ob ich doch noch... Ich hätte es ja halt gern schon noch. So. Tiere, Futter, Wasser, Werkzeuge. Werkzeuge. Hier, Milchkanne. In den Warenkorb. Warenkorb zur Kasse. Yeah, danke. Bam. Munition könnte man auch wieder kaufen, aber jetzt ernsthaft. Tja. Wir haben 4 Kühe hier. Oh, es geht sich aus. Super. Super. Oh, die werden wir jetzt natürlich nach Hause bringen. Oh, wie schön. Schön, dann haben wir den Ranch Simulator sozusagen durch. Ja, wir haben jetzt keine Ferkel. Wir haben keine Ferkel, aber das Thema Schwein haben wir vorerst mal erledigt. Und ja, hättest du noch Schweinchen gekauft? Die kleinen Ferkel, die süßen. Ja, und dann müssen wir sie erschießen. Oder eben durchfüttern auf ewig. So, Kühe kommen zur Weide. Oh, das wird jetzt auch, das wird jetzt der Burner, die... Ach ja, was? Die Kühe reinbringen. Weil wir haben 4 Kühe hier
Oh, da ist ein Huhn. Oh, wie knapp. Ja, du magst das, dass sie frei rumlaufen. Ja, mag ich. So, na da bin ich jetzt gespannt, wie wir die Kühe alle reinkriegen. So, pass auf. Wir werden mal die Kühe alle verwalten. So, lass dich verwalten. Komm mit. So, dankeschön. Ich verwalte dich mal da rein. So, komm mal hier rein. Komm noch weiter. Komm noch weiter. Komm noch weiter. Komm. Da kann ich rudern, was ich will. Ach komm. Das mit dem Verwalten ist gar nicht so leicht. Ich verwalte dich jetzt hier hinein. So, ich verwalte dich weiter. Nein! Nein! Och! So, lass dich verwalten. Nein, kommst du? So. Oh, wir können noch nicht aufhören. Hier sind nirgends Futtertröge. Oh, jetzt dachte ich schon. Ne. So, du kommst jetzt auch mit. Komm, ich verwalte dich. Komm mal da rein. So, geh noch ein Stück weiter. Ja, 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 wobei. So, ihr seid jetzt verwaltet. Puh, okay. So, wir nehmen die erste Kuh. Die tanzen, die feiern Party. Ja, klar. So, pass auf. Den ein Huhn. Den Kübel stellen wir daher. So. Können wir da mal eine Kuh herausholen? Komm, ich verwalte dich. So. Bist du da? Klar bist du da. Den Hühnern gefällt der Kuhstall enorm. So. Komm, lass dich mal hier rein verwalten. So, kommst du da rein? Yeah. So, hier ist die Tür. Super verwaltet. Die haben wir super verwaltet, die Kuh. So, dann haben wir hier noch einen. Die machen noch immer Party. Hey Kuh, bleib bei mir. So. Super. So, komm mit. Oh, da freue ich mich. Jetzt haben wir so schön viele Kühe. Ach, Kuh. Komm. Du wirst verwaltet. Du darfst nicht weglaufen, wenn du verwaltet wirst. So, komm mal da rein. Gucke, hier. Schöner Stall. Schöner Stall. So, ich gehe vorbei an dir. Ich will da vorbei an dir. Kuh. Ich kann nicht vorbei an der Kuh. Nö, kann ich nicht. Ja, genau den Eingang versperren. Kuh. Ach komm. So. Und jetzt bin ich neugierig, wie wir die beiden anderen da rauskriegen. Also, so. Nein, ich will dich verwalten. Lass dich verwalten. So, komm mal her. So, ich stelle dich da einfach neben die Tür. Die Hühner. So, super. Nö. Bam. So, jetzt bin ich echt gespannt. Die letzte Kuh, das wird jetzt da. So, du bist jetzt verwaltet. Oh, ist das praktisch beim Nachtentladen? Das ist ja der Burner. Die schläft, die kann gar nicht entkommen. Hehe. So. Die laufen raus. Super. Machen hier die Tür zu. So. Jetzt gehen wir da rein. Ist die voll? So. Box, 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 Box. So. Dann hier, Moment. So, drücke um zu bauen, die Futtertröge. So, drücke um zu bauen, die Futtertröge. Ah, oh, wie cool. Drücke um zu bauen, die Futtertröge. Mitten in der Nacht bauen wir Futtertröge ein. Yeah. So, und Futtertrog. Bam. So, jetzt schauen wir noch, ob wir überall Futtertröge haben. Futtertrog, Futtertrog,
Futtertrog, nur dass wir nichts vergessen haben, der Vollständigkeit halber. So, und hier? Nö, alles super. Oh, wir haben 7 Kühe. So, dann machen wir auch gleich auf. Super ist das. Och, und jetzt, wieso tanzt der LKW noch immer? Der freut sich, dass wir die Kühe befreit haben. Wahrscheinlich. So. Auf geht's. So, dann stehen wir dort natürlich rüber zum Parkplatz. So. So, dann haben wir heute doch eine längere Folge, aber nicht ins Haus fahren. So. Ja, Licht abschalten noch. So. Ja, super. Ach, wie schön. 7 Kühe. 7 Kühe. Wahnsinn. Voll ausgebaut alles. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und ich würde mal sagen, das war's für dieses Let's Play. Schauen wir mal, ob wir wieder reinschauen. Wir begrüßen noch die Kühe kurz. Ja, wir haben jetzt keine Ferkel, aber das macht nichts. Oh, die Kühe. Schlafen sie. Oh, wie süß. Glückliche Kühe am Bauernhof. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in einem anderen Projekt. Bis dann. Tschüss.